Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zum nächsten Teil in der Serie Das Projekt. Heute geht es sich ums Besetzen und um das, was in dieser Woche noch passiert ist. Wenn euch das interessiert, bis gleich nach dem kurzen Intro. Leute, letzte Woche haben wir das Becken aufgebaut und befüllt. Dann hatte ich jetzt eine Woche gearbeitet und ich habe zwei Messreihen gemacht. Die blende ich euch jetzt mal eben kurz ein. Ihr seht, die Werte sind eigentlich so recht okay, bis auf das, was natürlich klar war. Nitrat und Phosphat sind gleich null. Und das Ganze habe ich ein bisschen arbeiten lassen diese Woche. Es sieht alles in allem recht gut aus. Ich blende euch hier mal ein paar Bilder ein, wie es dann die Woche über war. Es war zuerst ein kleines bisschen trüb, aber die Trübheit ist dann so nach und nach weggegangen. Ich habe also ganz normal bei dem Start bin ich hingegangen, habe Aktivkohle eingesetzt auf Anraten vom Norbert Dammers und den Abschäumer mitlaufen lassen, so dass er ein bisschen arbeitet. Beim Abschäumer muss ich dazu sagen, und da konnte mir der Norbert auch dementsprechend sagen, dass es mittlerweile bei allen Abschäumern so ist. Die zicken am Anfang alle etwas noch rum. Er hat also jetzt extrem viele Blasen am Anfang rausgeworfen. Man musste gucken, dass die nicht mit oben ins Becken reingetragen wurden. Da habe ich ja auch dementsprechend den Blasenfang hier von einem Bekannten bauen lassen. Nochmal danke dafür, Ben. Und das Ganze hat gecycelt. Und alles in allem, ihr seht, es ist jetzt schon zum Teil ein kleines bisschen besetzt. Das habe ich dann gestern gemacht. Bin dann vorgestern hingegangen und habe angefangen N und P zu dosieren. Und da ist mir eine kleine Besonderheit bei aufgefallen. Sorry, es ist momentan ein kleines bisschen warm. Ich bin am Schwitzen hier von der ganzen Arbeit. Ihr seht, hier ist auch schon ein kleines bisschen aufgebaut. Und zwar das P, also sprich das Phosphat oder der Phosphatkomplex, der zugeführt wird, lässt sich mit normalem Tröpfchentest so erstmal nicht nachweisen. Das funktioniert mit einem HANA-Checker, weil der auf einer anderen Basis arbeitet als wie normale Tropfentests. Das Phosphat an sich lässt sich ganz normal nachweisen, also sprich die anderen Tröpfchentests funktionieren ganz normal 1:1 in meinem großen Becken. Bloß jetzt hier beim Dosieren von diesen N und P. Ich habe morgens reingekippt die entsprechende Vorgabe, die auf der Internetseite von ATI vorgegeben war. Ich blende das auch nochmal ein Bild davon ein, da kann man dementsprechend hingehen und sich die Werte einstellen, beziehungsweise sagen, wie viele Liter hat mein Aquarium, wie ist es besetzt, und dann zeigt er mir unten an, wie viel ich vom N und P am Tag dosieren sollte. Da bin ich hingegangen, habe das natürlich erstmal so dosiert, eine Zeit lang wirken lassen, habe dann gemessen und bei der ersten Messung dann halt, wie schon gesagt, rausgefunden, ist ja gar nichts drin. Rücksprache mit dem Norbert gehalten, ja, nimm noch mal den HANA-Checker, wenn du den hast. Habe ich ja noch, den 736, also der das Gesamtphosphor misst. Und siehe da, ich hatte dann auch tatsächlich den entsprechenden Wert, den ich haben wollte. Die 0,05 war es, glaube ich, umgerechnet. Sorry, aber es ist echt warm hier im Moment. Und dementsprechend ist dann am gestrigen Morgen, nachdem ich dann von der Nachtschicht zurückgekommen bin, bin ich hingegangen, habe jetzt mal einfache Weichkorallen und Hornkorallen reingesetzt, drüben von meinem Becken einfach mal rüber, um zu gucken, passt das soweit. Und ihr seht, oder könnt noch nicht so richtig sehen, ich mache gleich mal das Licht richtig an, es ist alles offen, die stehen da und sind vernünftig aufgegangen, und das auch schon nach sehr kurzer Zeit, also ich bin begeistert. Ja, am heutigen Tag bin ich dann rumgefahren und habe dann ein paar Händler hier in der Gegend besucht, die ich dann gleich auch noch namentlich nennen werde. Jeden Händler, den ich besucht habe, werde ich in einem Teil hier noch genauer zeigen, also sprich wie zum Beispiel den Dietmar Lange aus Langerwehe, das ist oben bei Aachen. Da war ich heute unter anderem, und dann kommt dann am Ende
eine kurze Zusammenfassung bzw. ein paar Bilder vom Laden, eine Google Maps Einblendung, wo der Laden genau liegt mit Adresse und damit ihr seht, wo die entsprechenden Tiere herkommen und wer mich hier bei meinem Projekt unterstützt hat. Ja Leute, kommen wir zu dem, was ich heute hier machen möchte, und zwar das Besetzen dieses Beckens und was dabei zu beachten ist, wenn ich mir Tiere, ich sage jetzt mal, von unterschiedlichen Händlern hole oder generell von Händlern hole. Oder, nee, das ist falsch ausgerückt. Generell, wenn ich Tiere aus anderen Becken bekomme. Grundsätzlich ist es so, ihr wisst ja, ich arbeite mit dem Refraktometer. Das Refraktometer wird einmal eingestellt. Ich überprüfe das regelmäßig. Wie das dementsprechend geht, habe ich auch noch ein Video zu gemacht. Blende ich euch jetzt mal oben ein. Und ich gehe grundsätzlich hin und arbeite nur mit diesem Gerät, weil ich nämlich jetzt wirklich hin messen kann, wie zum Beispiel jetzt hier. Ich brauche keine große Wassermenge, um jetzt hier mit rauszufinden. Ich gucke mal, ob ich das gleich mit einblenden kann. Was ich jetzt hier für eine Dichte habe. So, die Dichte ist gerade, wenn man jetzt, sag mal, Krustentiere und ähnliches einsetzt, gerade sehr, sehr wichtig, dass man die eine Zeit lang angleicht. So, jetzt ist es so, wenn ich jetzt mit einer Spindel messe und habe jetzt hier meinetwegen ein solches Döschen, wo eine Garnele oder ein Einsiedlerkrebs drin ist, da passt keine Spindel rein. Deshalb nehme ich mein Refraktometer. Das sollte regelmäßig überprüft werden. Wie das dementsprechend geht, könnt ihr, wie gesagt, beim Video entnehmen. Hier drin habe ich jetzt Einsiedler, Schnecken und Garnelen. Die Schnecken gehen erst nochmal vorübergehend in mein Technikbecken drüben rein, weil die jetzt hier in diesem Milieu noch nichts an den Scheiben haben, was die dementsprechend, ich sage mal, schnabulieren könnten. Ja, das sind Toro-Schnecken. Ich gucke mal, ob ich hier eine mal eben abgreifen kann. Und diese Spitzgehäuse hier, also die werden noch sehr viel größer, die haben im Moment noch nicht genug Futter in diesem System. Dann habe ich hier drin einfache Einsiedlerkrebse, die hier in den Schneckenhäusern drin sind. Das sind jetzt ganz normal kleine mit blauen Streifen. Ich habe jetzt den genauen Namen noch nicht drauf. Vielleicht finde ich ihn noch raus und blende ihn euch den noch unten ein. Die kann ich schon mit einsetzen, weil ich ja hier nicht nur diese Korallen, auch gleich die Korallen, die ich drüben aus dem Becken nehme, die gehen überall hin und holen sich überall ihr Futter weg an den Korallen und an den Steinen. Und deshalb kann ich diese einsetzen, genauso. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, mache ich gleich ein Bild von und blende das ein. Hier sind noch zwei so kleine Weißband-Putzergarnelen drin, die auch jetzt gleich schon eingesetzt werden können. Des Weiteren habe ich hier eine, schon als ersten Fisch, eine kleine Neongrundel. Die kann ich auch schon einsetzen. Und zwar geht das aus dem Grund, weil ich komplett totes Material habe und totes gereinigtes Material. So, nehme ich jetzt Material, also totes Riffgestein, habe ich wahrscheinlich immer irgendwas, was im Endeffekt noch hier vor sich hingammeln kann. Dann habe ich Nitrit etc. pp. Drin. Aber hier bei diesem Epo-Rief ist es so, ich habe ja gar nichts drin. Da ist ja überhaupt nichts, was in irgendeiner Form gammeln könnte. Somit habe ich erstmal das Problem von Nitrit und Ammoniak gar nicht. Das heißt, ich kann vorsichtig anfangen, Tiere zu besetzen. Also das, was ich jetzt hier einsetze, zwei Garnelen, vier Einsiedler und die eine Grundel, ist für den Start erstmal vollkommen ausreichend und sollte nach Möglichkeit auch nicht mehr sein. Wenn man jetzt Lebendgestein genommen hätte, dann kann es sein, dass in den ersten ein, zwei Wochen die entsprechenden, ich sag mal, Gammelstoffe auftreten und mit extrem hohen Nitrit-Peaks oder Ammoniak-Peaks auftreten. Entfällt hier komplett. Natürlich, die Einsiedler bringen, beziehungsweise die Tiere, die ich jetzt hier ins System bringe, bringen natürlich auch dementsprechend schon entsprechendes Material ins System rein. Aber ich habe ja auch, ich sag mal, den Ansporn, dieses Becken jetzt schon komplett zu besetzen. Gut. Ich hoffe, das ist einigermaßen rübergekommen. Ich bin da jetzt nicht so der wirkliche große Biologe. Es ist halt so, dass
die entsprechende Kette, Nitrifikationskette hier noch nicht so hundertprozentig ist. Eigentlich noch gar nicht. Aber das bisschen, was ich durch diese kleinen Tiere hier einbringe, bringt die Kette eigentlich so langsam, aber sicher in Schwung. So, jetzt habe ich ja eben gesagt, einerseits müssen wir die Krustentiere angleichen, andererseits da oben ist die Grundel. Ich habe jetzt bei beiden einen entsprechenden Wert gemessen, eine Dichte gemessen, die unter 35 war. Das heißt, ich musste noch ein kleines bisschen angleichen. Und die Krustentiere sind jetzt gleich soweit und können eingesetzt werden. Die Grundel da oben braucht noch ein bisschen. Und es ist halt wichtig, dass die einerseits an die Dichte angeglichen werden und andererseits natürlich an die Temperatur. Ein Temperaturschock ist natürlich auch nicht schön für die Tiere. So, lassen wir die aber erstmal außen vor. Die müssen noch ein bisschen warten. Dann habe ich mir dementsprechend schon Korallen organisiert hier. Zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Und ich habe hier, ich sage es mal, ein exzellentes Beispiel für, ich sage es mal, einen Schädling. Hier ist zum Beispiel eine Glasrose dran. Ich halte das mal in die Kamera, ich weiß nicht, ob man das genau sieht. Die ist da unten dran und man sollte grundsätzlich, egal ob das von einem Händler ist oder aus einem anderen Becken, eigentlich immer hingehen und die Korallen, die man sich neu holt, ich sag mal, dippen bzw. baden. So, da gibt es verschiedene Mittelchen auf dem Markt. Da gibt es The Dip, Pest Control. Was ich hier benutze und auch nicht mehr gelabelt ist, das ist Korall RX. Und da gehe ich jetzt gleich hin, mache eine Schüssel, pack die Korallen da rein. Ich muss natürlich auch vorher nochmal genau schauen, wie es entsprechend mit der Dichte aussieht, aber da werden keine großen Unterschiede sein, denke ich mal. Und dann kommen hier eine entsprechende Menge von diesem Zeug rein. Die Korallen werden eine Zeit lang in dieser, in diesem Bad behandelt bzw. gebadet. Das muss ein bisschen umgerührt werden. Und dann anschließend fallen in der Regel die Schädlinge davon ab. Was hier nicht von abfällt, sind zum Beispiel so Sachen wie Glasrosen oder Algen. Da muss ich dann dementsprechend schauen, ob ich dann die Möglichkeit habe, die Sachen zu reinigen oder wenn es dann halt nicht anders geht, was ich auch ganz gerne mache, das Ganze vom Stein zu nehmen. Bei einigen Korallen geht das nicht, wie zum Beispiel jetzt hier bei dieser Schalisse. Die sitzt auf einem Ablegerplug, die kann ich jetzt nicht mehr abnehmen, die ist hier drauf schon festgewachsen. Da kann ich nur hingehen und unten den Pin abknipsen. Muss dann dementsprechend mit einem Messerchen oder ähnlichem hingehen und unten diese Glasrose dann mechanisch entfernen. Ja, das sind einmal hier die Korallen, die ich mir schon mal hab geben lassen. Das ist jetzt unter anderem einmal heute hier aus, wie gesagt, Langerwehe vom Dietmar Lange. Herzlichen Dank dafür. Blende ich euch gleich zum Schluss auch nochmal ein paar Bilder zum Laden ein. Dann haben wir hier 1, 2, 3 Mal. Die kommen von Uwe Plicht. Auch ein relativ kleiner Laden, hat nur zwei Becken bei sich im Keller stehen und ein bisschen Zubehör, was man da kaufen kann. Nette Atmosphäre da, muss man ganz ehrlich sagen. Dann die Krabbeltierchen und ja, die andere kam drüben rein, die habe ich da drüben reingesetzt. Also sprich die Garnelen, Schnecken, Turboschnecken und Einsiedlerkrebse kommen vom Korallenkeller Meerbusch. Auch ein Danke dorthin. Und was hier noch steht, kommt von Privat. Herzlichen Dank, Sven. Ab und zu ist er dann auch mal mit seinem großen Becken bei Facebook zu sehen. So ein 2,30 Meter Becken mit, glaube ich, 1700 Liter gesamt. Er hat auch ab und zu Ableger und hat mich da auch unterstützt. Da auch nochmal Danke. Wie gesagt, die Grundel wird jetzt angeglichen und sobald, ich sag mal, meine Faustregel ist, ein Härtegrad, also eine DKH Unterschied, mindestens eine halbe Stunde angleichen. So mache ich das. Gerade für Krustentiere und für Fische ist es wichtig, dass die halt angeglichen werden. Ansonsten könnt ihr die am nächsten Tag irgendwo tot aus der Ecke holen. Gleich beim Besetzen bzw. beim Vorbereiten machen wir noch eine normale Aufnahme und anschließend gehen wir hin und machen Zeitraffer.
Zum Kleben muss ich nicht großartig was sagen. Ich werde wieder mit Sekundenkleber arbeiten und da gibt es auch ein entsprechendes Video, was ich auch noch mal kurz mit einblenden kann. Ich vermute mal, dass das hier alles relativ lang wird und wir zwei Teile draus machen müssen, damit wir die entsprechenden Zeiten nicht überschreiten. Ich denke, wir fangen jetzt erstmal an, dass ich die Korallen auspacke, in ein Behältnis reinpacke zum Baden und die sind gleich auch so weit, dass ich die dann schon mal ins Becken setzen kann. So Leute, ich fange jetzt schon mal an, den Fisch einzusetzen, beziehungsweise die Krustentiere, weil die müssen jetzt als erstes ins Wasser. Die sind lang genug unterwegs gewesen, deshalb setze ich die jetzt schon mal ein.